habe hier den Peer-Sensor angebracht, habt ihr gesehen? Wenn ich mich irgendwo in dem Fahrzeug bewege, meldet dieser Sensor an die Pandora zurück und sagt externer Sensor mit geöffneter Tür. Das geht natürlich auch durch die Fenster. Wir können damit Vorfelder vom Wohnmobil überwachen oder spezielle Kofferraumbereiche in den großen Linern, ne, wo man noch was absichern möchte, wo ein Auto drin ist und so. Ja, moin Leute, willkommen auf unserem Kanal. Hier steht ein nagelneuer MAN. MAN Individual und der Wagen ist noch ausgebaut von Cargo Clips. Sehr cooles Auto, richtig viel Geld investiert. Ich meine, schaut euch den mal an. Vorne ist eine zusätzliche Lichtleiste von Lasa mit reingekommen. Der hat hier noch so eine Chromspange eingebaut und überall rote Akzente. Egal wo man guckt, das zieht sich am ganzen Auto durch. Ja, das Wagen ist natürlich richtig schmutzig. Wir haben draußen Schneewetter, ne? Das ist richtiger Mist mit Salz und ja, Salz und Sand, das sieht man. Hier sind die ganz großen Floorboards dran. Da steht auch noch mal dran, Individual S. Und hier oben am Fahrzeug entsprechend auch noch mal, wenn man am Heck guckt. Hier oben, Individual S. Ich muss sagen, richtig gut. Castello steht hinten noch mal drauf. Und er hat eine ganz coole Farbe. Sieht aus wie bei den Ducatos, so ein Lanzarote-Grau. Schwarze Scheiben mit Schiebefenstern drin. Hinten ist auch zum Aufklappen. So, jetzt gucken wir gleich noch mal in das Auto rein. Der Kunde ist heute gekommen und hat sich bei uns eine Pandora Camper Pro einbauen lassen. Die Pro ist das größte Alarmsystem, was wir für Wohnmobile haben. Schocksensorik, Neigungssensorik, RF-Modul, 2 Kilometer Reichweite, LTE-Technik, alle Komponenten updatebar, Störsenderschutz. Wir haben auch eine Fahraufzeichnung. Das heißt, ein Telemetriesystem und der Wagen ist damit wirklich gegen alle Eventualitäten geschützt. Denn draußen ist im Moment die Hölle los, was Klauerei, Diebstähle, Betrügereien und so angeht. Sichert eure Autos, bevor es zu spät ist. Der Kunde hat, glaube ich, jetzt fast 2 Jahre auf den Wagen gewartet und der Preis ist schon beachtlich. Was wir hier als Besonderheit haben, deshalb habe ich das Fenster offen. Wir haben im Innenraum, schaut mal, testweise mal den kleinen Peer-Sensor montiert. Diesen kleinen schwarzen Sensor, den hatte ich euch auf der Caravan-Messe das erste Mal vorgestellt. Pandora stellt ja immer neue Produkte vor und wir haben den jetzt bekommen. Wir haben den jetzt das erste Mal hier eingesetzt und haben den mal ausprobiert. Und das Coole ist, dass es wirklich ein Überwachungssensor, der scharf geschaltet werden kann, wenn ins Fahrzeug reingegriffen wird. Oder ihr wollt, das wäre nämlich immer mein Lieblingsbeispiel, wenn ihr euch eine Markise draus macht und viele bauen sich ja dann noch so Zeltwände und sowas an, dann könntet ihr den hier über die Tür setzen, könnt das scharf schalten und wenn jemand in euren Zeltbereich, quasi in den Vorbereich des Autos reingeht, dann würde die Alarmanlage auslösen mit einer Extrazone, ein externer Sensor. Auto mache ich auch noch mal auf. Genau, ist noch nicht offen. Muss ich einmal draufdrücken. Zweistufige Entschärfung. So sieht er von innen aus. Die Türen an der Seite sind Standard. Hier oben ist noch so eine satinierte Leiste drauf. Hier steht wieder MAN Individual. Klar, der hat die ganze Technik, ein Lederlenkrad. Und was super cool ist, sind die Sitze. Ne? Da gehe ich wirklich mal ran. Ganz toll bestickt. Die haben auch so ein Wabenmuster drauf. Also das haben die richtig cool gemacht. Und hinten ist der ganze Ausbau aus diesem Spezialholz mit so einer Yachtklappe, also wie im Bootsbau verwendet wird. Und der riecht extrem gut nach Holz. So, wir schalten den Wagen jetzt mal scharf. Vorderen Knopf einmal drücken, Alarmanlage ist scharf, hat einmal geblinkt, hat bestätigt, wenn ich entschärfen würde, tick, tick, kriege ich 2 Töne, hätte er entschärft und wenn ich nochmal drücke, Zentralfriedelung offen. Wir haben eine 2-stufige Entschärfung, ist ja ein Wohnmobil, wenn ihr im Fahrzeug seid, dass wir erstmal die Alarmanlage ausschalten und dann die Türen öffnen. So, nochmal schärfen, klick, scharf. Wenn ich eine Tür vergessen würde, werde ich angemeckert, schaut auch gerne mal in die anderen Videos, wir haben ja die Anlage jetzt schon so oft gezeigt und erklärt. Und dann könnt ihr mit euch mal ins Gespräch kommen und selber überlegen, was braucht ihr, eine Camper Pro. Und dann kommt ihr mal zu uns durch canforce.de/kontakt oder 0410370194040. Damit das super easy in der Bedienung ist, könnt ihr selbstverständlich auch mit dem Fahrzeugschlüssel abschließen und die Alarmanlage schärfen. Der Pandora-Schlüssel entsprechend sagt dann auch nochmal Bescheid, Fahrzeug ist abgeschlossen. Ihr könnt dann auch zum Fahrzeug kommen und hierüber öffnen. Und ihr habt dann wieder Freigabe erteilt, weil das Schloss geöffnet wird, da die Pandora ihre Fernbedienung erkannt hat. Wir haben auch einen Home-Modus, dann ist Schock und Neigung aus.
Also wir haben in einem normalen Modus, wenn wir ihn scharf schalten, alles aktiviert. Ne? Nach 10 Sekunden, jetzt ist auch dieser Innenraumsensor aktiviert. Den hatte ich euch ja gezeigt. Dann haben wir hier Schock und Neigung. Also wenn ich den Wagen ein bisschen ärgere, habt ihr gesehen? Eine Meldung, Voralarm. Achtung, ich kann das gleiche machen, wenn ich stärker schlage. Oder ihr könnt natürlich selbst euch die Einstellung machen und die Empfindlichkeiten selbst einstellen. Die Motorhaube hier vorne ist abgesichert, ne? Falls da jemand was machen will. Im Moment ist ja ganz schlimm Scheinwerferdiebstahl, besonders Mercedes und so, die klauen ja Teile hier. Aber wenn ich den ärgere hier vorne, wie gesehen, Sofortmeldung. Wie gesagt, Empfindlichkeit könnt ihr selber einstellen. Wenn ich das Fahrzeug mit einer offenen Zone schärfe, werde ich angezählt und er sagt mir, Achtung, hinten rechts ist die Tür offen. Klar, ihr seht, habe ich ja gewollt, habe ich ja in diesem Fall offen gelassen, konnte ich jetzt entschärfen und zuziehen und dann bin ich fertig. Ich habe hier den Peer-Sensor angebracht, habt ihr gesehen? Wenn ich mich irgendwo in dem Fahrzeug bewege, meldet dieser Sensor an die Pandora zurück und sagt, externer Sensor mit geöffneter Tür. Das geht natürlich auch durch die Fenster. Wir können damit Vorfelder vom Wohnmobil überwachen oder spezielle Kofferraumbereiche in den großen Linern, ne, wo man noch was absichern möchte, wo ein Auto drin ist und so. We'll be right back.